von Weitem sieht man schon, dass sich hier was Besonderes abspielt auf dem Spargelacker vom Tannenhof in Weiterstadt. Ich treffe mich jetzt und gucke mal, was unser Rekordspargel macht. Mit dem Chef natürlich, der muss gerade telefonieren, ne? Ist wichtig in diesen Tagen. Rolf Meinhardt, Spargel Jakob, unser Spargel-Azubi ist mit dabei und eure königliche Hoheit, Spargelkönigin Saskia die Erste. Hallo. Guten Morgen. Moin, moin. Dann schreiten wir mal zur Tat. Jetzt sieht man ja wirklich schon von Weitem, gell, dass hier auf dem Acker von dir, Rolf, Königliches vor sich geht. Das ist ja auch das Königsgemüse. Der Spargel hat, was ist das? Ein Himmelbett oder wie muss man sich das vorstellen mit all den weißen Tüchern außenrum? Also es soll vor allem ein Schutz sein für den Wind. Ja. Ja. Und auch, dass er ein bisschen Wärme bekommt. Wir tun dann nachts, wird dann immer schön wieder zugemacht. Das ist die, wie ist das, im Himmelbett? Ja, dass also richtig Wärme in dem, bei dem Spargel kommt, weil ja. Wärme ist einfach ausschlaggebend für das Wachstum. Bin ich ja nicht ohne Grund hier, weil der Spargel schwächelt. Jetzt machst du ja schon viel. Wenn ich hier gucke, der Spargel-Jakob ist da. Der Spargel hat einen echten Azubi-Jakob und ihr habt ja schon einiges gemacht hier, gell? Bis vor kurzem war noch eine Folie drüber, die dem so richtig eingeheizt hat. Der Spargel ist ja in so einem orangefarbenen Plastikrohr, was ich bisher nur aus dem Baumarkt gekannt habe. Können wir da jetzt reingucken? Oh mein Gott. Da ist er. Ja, man sieht aber wirklich auch, das ist aber ein zartes Köpfchen, du. Ja, das ist aber gut, der wächst logischerweise nur in die Höhe und nicht in die Breite. Ich habe mir jetzt irgendwie ein größeres drum vorgestellt. Der war am Anfang ja auch relativ dick. Ja. Und umso höher er wird, umso dünner wird er natürlich. Jetzt, wo wir den Spargel gesehen haben, wie schön der aussieht, jetzt muss der natürlich gekrönt werden. Und wer könnte das besser machen als die offizielle Spargelkönigin Saskia? Der weiße Teppich ist ausgerollt und jetzt schreiten wir zur Tat mit Spargelkönigin Saskia der Ersten. Saskia? Ja. Bist du bereit für diese royale Aufgabe hier? Ja, auf jeden Fall. Dann schreiten wir jetzt mal über diesen weißen Teppich rüber zum Spargel, der ja so wunderbar verhüllt ist in diesem weißen Himmelbett. Gibt es denn irgend so ein Ritual von euch Königinnen, irgendwas, wo du sagen kannst, wir könnten ihn krönen oder ehren oder irgendwie noch toller machen, als er eh schon ist? Ja, ich werde ihm jetzt meine Krone aufsetzen und hoffen, dass er dadurch königlich wird, noch königlicher, als er eh schon ist und noch schneller wächst. Dann schreitet die königliche, eure königliche Hoheit, Saskia die Erste, jetzt zur Tat, nimmt die Krone vom Kopf und setzt sie dem Spargel aufs Rohr. Wenn das Ding jetzt wirklich einen Meter lang wird, dann hat man da ja einen Moment zu essen. Hast du das royale Gericht, was du damit zubereiten würdest? Ganz klassisch mit Soße Hollandaise und Kartoffeln. Da würde ich direkt zustimmen und mitessen. Jeder darf doch mal ein Tief haben, oder? Unser Rekordspargel hatte es auch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt auch durch meinen Besuch, ohne mich selber loben zu wollen, wir alles dafür getan haben, dass er vielleicht die nächsten Tage und Wochen doch noch die entscheidenden Zentimeter zulegt.